Die Hausfrau ging wieder hinaus, um die Blumen zu gießen. Aber mir nichts, dir nichts, baumelte Erika wieder an ihrem Schürzenband und pfiff vor sich hin, dass der Hausfrau die Ohren gelten. Doch immer, wenn sie in die Küche ging, um nachzuschauen, lag Erika friedlich im Stroh und schnarchte. So ging das den ganzen Tag und die Hausfrau kam vor lauter Hin- und Herrennen zu keiner Arbeit. Das Wohnzimmer blieb ungefegt, die Sofakissen lagen immer noch durcheinander, die Blumen waren nicht gegossen, das Essen nicht bereitet und im Abwaschbecken türmte sich das Geschirr. Die Hausfrau brach in Tränen aus und glaubte, sie hätte den Verstand verloren. Was hast du denn, meine kleine Elsie? Ach, Fritz! Hm? Den ganzen Tag wollte ich fleißig sein. Aber immer, wenn ich mit der Arbeit anfing, hörte ich die Ratte pfeifen. Aha. So, so. Und immer, wenn ich nach ihr sah, lag sie in ihrer Kiste und schlief. So, so. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Erika, komm doch mal her. Ja? Wie geht es dir? Gut. Ich habe den ganzen Tag fantastisch geschlafen. Und du bist in keines der anderen Zimmer gegangen? Wie kann ich, wenn ich schlafe, durch die anderen Zimmer gehen? Außerdem hast du es mir streng verboten. Wie kommt es dann, dass meine Elsie überall Ratten gehört hat? Nun, das wird daran liegen, dass sie ein schlechtes Gewissen hat. Das ist doch die Höhe! Wie sollte sie ein schlechtes Gewissen haben? Nun, sie hat mir heute eine Suppe gekocht, die so versalzen war, dass ich dachte, sie wollte mich damit umbringen. Ist das wahr, Elsie? Etwas Besseres hat diese Nichtstuerin nicht verdient. Vielleicht soll ich ihr noch jeden Morgen eine lange Speisekarte zum Auswählen vorlegen. Das ist keine schlechte Idee. Das ist eine sehr schwere Lage. Ich kann der Ratte nichts nachweisen. So kann es unmöglich weitergehen. Sie bringt den Hausfrieden durcheinander. Mir muss etwas einfallen, wie ich sie loswerden kann. Eine halbe Stunde zergrübelte sich der Hausherr den Kopf. Dann hatte er eine Idee. Sag mal, Erika, hast du nicht besonders scharfe Zähne? Wohl die schärfsten, die es gibt. Ich kann sogar Eisenstangen und Beton durchbeißen. Und wie steht es mit deinen Augen? Von meinen Augen kann ich nur das Beste sagen. Ich sehe eine Fliege auf 10 Kilometer. So, so. Ich habe da eine Sache für dich, die dich ganz bestimmt interessieren wird und bei der du beweisen kannst, dass du mir helfen willst. Nur du allein bist dazu fähig. Ich fühle mich geehrt, Meister. Worum handelt es sich? Du wirst es morgen erfahren. Am nächsten Morgen, als beide gefrühstückt hatten, stiegen Erika und der Hausherr auf den Dachboden. Hier, Erika, siehst du die gesamte Apfelernte vom letzten Herbst? Ich habe seit einiger Zeit das Gefühl, als würde jemand davon welche stehlen. Da du nun so gut siehst und so scharfe Zähne hast, sollst du der Wächter sein und jeden, der sich den Äpfeln nähert, mit deinen Zähnen zeichnen, sodass ich ihn erkennen kann, wenn ich abends vom Acker komme. Das ist etwas, was ich mit Freuden tue. Natürlich wusste der Hausherr nichts von Apfeldieben, aber er dachte, dass es der Ratte schon nach kurzer Zeit langweilig werden würde, Wache zu stehen und sie irgendeinen Unfug anstellen würde. So, als erstes werde ich mal einen dieser Äpfel kosten. Ich muss ja schließlich wissen, was für einen Schatz ich bewahre. Dieser hier sieht saftig aus. Gute Ernte. Muss man sagen. Besser als die, die er den Schweinen vorwirft. Was ist das? Ich rieche noch was anderes. Speck oder Wurst? Erika ging dem Geruch nach, entdeckte eine Räucherkammer, nagte sich ein Loch durch die Tür und machte sich einen Festschmaus mit Wurst, Speck und Schinken. Als sie gerade eine Salami zwischen den Zähnen hatte, hörte sie draußen ein leises Schleichen. Wer ist da? Hey, wer ist da? Na, da werde ich gleich mal nachsehen. Aha,
so, so. Der Sohn des Meisters persönlich. Warte, mein Bürschchen, dir wird das Stillen noch vergehen. Und schwuppdiwupp hing die Ratte an seinem Ohr und biss kräftig hinein. Erika legte sich satt und zufrieden auf die Seite und schlief ungestört bis zum Abend. He, Ratte, aufgestanden! Kann man nicht mal in Ruhe seinen Mittagsschlaf halten? Es ist bereits 7 Uhr. Und nun erzähl mir mal, wie es kommt, dass mein Junge ein blutendes Ohr hat, dass 5 Geranientöpfe zerschlagen sind und in der Räucherkammer ein Schinken, eine Salami und ein großes Stück Speck fehlen. Nun hört sich doch wohl alles auf. Der Junge wollte Äpfel stehlen und ich habe ihn gezeichnet, wie du es mir aufgetragen hast. Die Töpfe hat er auch zerschlagen, als ich ihn weggejagt habe. Und was ist mit dem Schinken und der Wurst? Mein lieber Meister, in einem Haus, in dem Äpfel gestohlen werden, wird sich auch ein Dieb für Schinken und Wurst einfinden. Ich kann meine Augen nicht überall haben. Immer findet sie eine Ausrede. Warte, Ratte, morgen werde ich dich aufs Glatteis führen. Am nächsten Morgen brachte der Hausherr Erika in einen dunklen Keller. Dort stand eine Tonne voller süßem Sirup. Weil du dich gestern als Wächter so gut bewährt hast, wirst du heute auf den Sirup aufpassen. Wehe jedoch, du naschst einmal davon. Dann ist unsere Freundschaft ein für allemal zu Ende. Diesmal wird sie sich nicht halten können und kosten. Der Sirup bleibt an ihrem Fell kleben und ich kann sie als Diebin überführen. Dann bin ich sie für immer los. Pass gut auf, Ratte! Wie kann in einen abgeschlossenen Keller ein Dieb eindringen? Die Wände sind dick und es gibt kein Fenster. Ich weiß, er will mich verführen, vom Sirup zu naschen. Aber das werde ich nicht tun. Und wenn ich 2 Jahre hier sitzen muss, so leicht wird er mich nicht los. Nur ein bisschen schnuppern ist ja nicht verboten. Davon werde ich nicht klebrig. Wenn der Hahn nur ein bisschen mehr tropfen würde, würde die Schale überlaufen und der Sirup liefe von alleine auf den Boden. Erika drückte den Hahn an der Tonne zur Seite und schon sprang der Hahn heraus und der Sirup lief in Strömen über die Schale in den Keller. Oh, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber nun ist es einmal passiert und ich kann es nicht ändern. Und weil ich es nicht ändern kann, werde ich wohl meiner lieben Zunge und meinem lieben Magen einen Schluck dieses himmlischen Saftes gönnen. Sie kletterte auf die Tonne, tunkte geschickt ihren Schwanz in den Sirup und leckte ihn ab, ohne dass ein Tropfen ihr Fell berührte. Fantastisch schmeckt dieser Sirup. Hinreißend. Heute habe ich die Ratte hereingelegt. Was ist das? Sirup. Wie kommt der Sirup auf den Boden, Ratte? Tja. Rede! Oder ich drehe dir den Hals um. Nun, Meister, betrachte mein Fell und meine Füße und du wirst nicht eine klebrige Stelle finden. Ich bin sogar auf das Fass geflüchtet, um dir nicht zu schaden. Und wie erklärst du dir, dass der Hahn aus der Tonne gesprungen ist? Wie soll ich das wissen, Meister? Ich bin eine Ratte und kein Hahn. Es ist ihm wohl in der Tonne etwas zu langweilig geworden und da ist er eben einfach herausgesprungen. Vielleicht fragst du ihn selbst einmal. Deine Frechheit wird dir noch einmal teuer zu stehen kommen, Ratte! Der Hausherr nahm die Ratte am Kragen und trug sie in ihre Kiste. Dort fraß die Ratte so viel, dass der Hausherr einen Moment dachte, sie wäre vielleicht wirklich unschuldig. Bedrückt setzte er sich zu seiner Frau an den Abendbrottisch. Ach, das ist ein trauriger Tag, Elsie. Ein Fass Sirup ausgelaufen.
mein bester Anzug völlig verdorben. Wenn ich daran denke, dass wir die Ratte ewig behalten müssen, wird mir ganz schlecht. Mir auch, Fritz. Mein Kopf tut schon weh, wenn ich nur an sie denke. Wie schön wäre es, wenn wir sie endlich loswerden würden. Aber wie, Elsie? Morgen ist schon der 6. Tag. Und wenn sie bis übermorgen keinen Schaden angerichtet hat, dann müssen wir sie ewig behalten. Weißt du was? Wir werden uns einfach nicht mehr um sie kümmern, Fritz. Aus Langeweile macht sie bestimmt einen Fehler und wir schicken sie zurück in den Stall. Gut, wir werden sehen. Gehen wir schlafen. Die Ratte wusste, dass es nur noch 2 Tage bis zum Ablauf der Probezeit waren. Und weil sie sich während des Tages dick und rund gegessen hatte, trieb sie die ganze Nacht über Gymnastik, machte Liegestütze, einen Dauerlauf um den Küchentisch, 55 Kniebeugen und tobte so lange, bis sie am Morgen erschöpft und müde in ihrer Kiste lag. Den nächsten Tag verschlief sie einfach und am übernächsten wachte sie auf. Auf dem Hof wurde ein großes Schlachtefest veranstaltet. Keiner kümmerte sich um Erika. Sie hätte Löcher in den Teppich fressen können, keiner hätte es gemerkt. Stattdessen sang sie fröhlich mit den Kindern und dachte nicht daran, irgendeinen Unfug zu treiben. Heute ist großes Schlachtefest. Die Ratte kommt aus ihrem Nest und sieht die Würste und den Speck. Und ihr bleibt die Spucke weg. Seht mal diesen Schweineschwanz. Kahl und glatt und ausgefranst. Hängt den Vater hinten dran, ohne dass er's merken kann. Und ein Mädchen schlich sich von hinten an den Vater und heftete einen kleinen Schwanz mit einer Nadel an sein Jackett. Vater hat nen Schweineschwanz, nackt und glatt und ausgefranst, nackt und glatt und ohne Haar, wie bei unserer Erika. Das singt ihr nicht noch einmal. Hässlich, nackt und glatt, wie bei einer Rat. Ich beiße euch die Nasen ab, ihr dummen Görn! Aua! Was? Du beißt meine Kinder, Ratte! Ich hab es dir schon einmal gesagt. Ich lasse mir meinen Schwanz nicht beleidigen. Er ist der schönste Schwanz der Welt. Er ist nackt und glatt und hässlich. So, am ersten Abend hast du gesagt, deine Frau hätte es nicht so gemeint. Und jetzt? Ich habe es nur aus Höflichkeit gesagt. Dein Schwanz ist genauso hässlich wie ein Schweineschwanz. Und je länger ich ihn ansehe, desto hässlicher wird er. Wenn ihr meinen Schwanz nicht schön findet, so will ich auch nicht länger eure Freundin sein. Und weil das so ist, werde ich euch mehr schaden als je zuvor und Häusergänge graben, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Mit diesen Worten sprang Erika dem Hausherrn an die Nase und biss ihn 3-mal kräftig hinein. Dann rannte sie zurück in den Stall und wurde nicht mehr gesehen. Von diesem Tag an war die Feindschaft zwischen Mensch und Ratte beschlossene Sache. Die Fallen wurden wieder aufgestellt, Gift gestreut. Und die Ratte baute noch größere Gänge und begann von Neuem den Tieren des Hofes das Futter zu stehlen. Und die Kinder sangen jeden Tag. Seht mal diesen Rattenschwanz, kahl und nackt und ausgefranst, glatt und hässlich ohne Haar, das ist die Ratte Erika. La 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 la.